Ihr befindet euch, ihr drei, ihr befindet euch in einer Kneipe. Ihr kamt gerade in eine Kneipe rein. Um euch herum in der Kneipe ist schon viel geschehen rum. Es sind Handwerker, die ihr Feierabendbier trinken, die von der Arbeit gekommen sind. Es sind ein paar Studenten, die in der Kneipe sind und trinken. Vereinzelt an Tischen sitzen auch Leute, die sich einen Burger bestellt haben oder an denen so Kleinigkeiten gegessen werden. Halt auch ab und zu mal ein paar ältere Leute, ältere Lehrer. Es ist vielleicht auch der ein oder andere Professor aus der Uni sitzt mit an einem Tisch. Auch Privatpersonen sind da. Eine Frau, die scheinbar alleine an einem Tisch sitzt und scheinbar sitzen gelassen wurde, die auf ihren Freund wartet, der nicht in die Gaststätte kommt, sitzt irgendwo an der Bar steht ein Barmann, der Getränke austeilt. Ihr seid zu dritt reingekommen und habt euch auch direkt an die Theke gesetzt, also ihr sitzt direkt vor der Bedienung, ihr könnt euch direkt was einschenken lassen und bestellen. Neben euch sitzen ein, zwei Handwerker, die ihr Feierabendbier schlürfen. Und der eine oder andere Zivilist, der sich am Abend noch ein Bier gönnen wollte. Ihr hört die Leute links und rechts von euch quatschen. Es ist ein munteres Gesprächsklima. Es sind alle sind geschafft von der Arbeit. Es wird erzählt, es wird geplaudert. Ihr sitzt nun an der Theke. Ja, was tut ihr, Spieler? Ja, ich bestelle mir erstmal ein richtig, richtig, richtig schönes Bier. Schön groß. Und lehne mich dann quasi zurück und schaue mich einmal um im Laden. Du hast ja das schön beschrieben gerade. Ja, eure Getränke werden auch erstmal auf, wie es üblich ist in Kneipen, auf einem Zettel notiert, auf dem Bierdeckel. Kriegt ein paar Striche aufs Bier, auf dem Bierdeckel, was ihr dann später bezahlen könnt. Die berühmte Bierdeckelrechnung. Was tun die anderen? Ich bestelle mir ein Met und schaue mich ebenfalls um. Ja, das Bier ist halt nicht hochprozentig genug, ne? Das Bier hat ihm nicht gereicht. Genau deswegen. Bestelle ich mir einen Rum. Ihm reicht das Bier auch nicht aus. Er braucht auch was Hochprozentiges. ja, es dauert nicht lange. Der Barmann sitzt direkt ihm gegenüber, als er eure Bestellung äußert. Er nimmt die Bestellung auf und es dauert nicht lange. Dann bringt euch eure Sachen. Ihr stellt euch Gläser hin und schenkt euch ein. Jedem das, was er geordert hat, was er bestellt hat. Wenn ihr euch weiter umschaut, seht ihr in der Bar, in der Kneipe, seht verschiedene Leute, es gibt Leute, die ihr vielleicht als Mitglied einer Baker Gang anziehen würdet, also es ist ein breites Spektrum, es sind von also Studenten, wenn ihr die politische Einstellung von denen einschätzen wollen würdet, ist alles da vertreten, von rechts nach links. Das ist da bei den Studenten, bei den Handwerkern, bei den Rockern, bei Professoren, bei Zivilisten. Nächstes Mal. Es ist ein buntes Publikum hier in der Kneipe. Auf dich, muss mich gerade mal eben nochmal, wie heißt deine Karte nochmal? Daniel, auf dich, Daniel, kommt tatsächlich ein,
ein alter Freund zu, der gerade in die Kneipe reinkommt. Du kennst ihn schon von damals, er war damals mit dir gemeinsam auf der Schule. Er sieht dich an der Theke, also kommt rein, sieht dich an der Theke und kommt auf dich zu und begrüßt dich überschwänglich und so, also will dich fast umarmen und kommt auf dich zu und sagt dir: Na, alter Freund, das ist lange nicht mehr gesehen. Was treibst du denn hier in Dresden? Was schickt dich? Wie bist du hier nach Dresden gekommen? Was treibst du hier? Ja, ich mache halt ein bisschen Urlaub und schaue mir mal ein bisschen Deutschland an und bin jetzt ein bisschen in Dresden gelandet. Und wie kommst du so hierher? In Dresden fragte ich, was treibt dich ausgerichtet nach Dresden in dieses Dreckscaf hier, wo wir hier gerade sind? Was treibt dich hierhin? Also du weißt von ihm, er wohnt hier in Dresden, er kennt sich hier aus, er wohnt hier ungefähr ein paar Querstraßen entfernt. Ich war auf ein paar Demos hier in der Nähe und dachte, dann komme ich auch mal hier vorbei. Okay. Ja, er fragt sich, ob er sich zu euch setzen kann. Er fragt dich darum, darf mich zu dir setzen? Darf ich dir einen ausgeben? Es ist einem alten Schulfreund. Freue mich so, dich wiederzusehen. Gerne, natürlich. Setz dich ruhig dazu. Okay, er sitzt sich zwischen den, ich denke mal, einer von euch hat Platz gemacht. Er sitzt sich neben dich an den Tisch und ja, fragt dich, was du haben, bestellt sich ein Bier und fragt dich, ob er dir auch was bestellen soll. Und wendet sich in die Bar an. Bestellt sich ein Bier und dir. Was? Also was ich auch noch bestelle? Ich sag schon, ich hab schon was, aber danke. Okay. Ich wollte dir gerade was ausgeben, deswegen fragt, ob du... Der bestellt sich sein Bier und kriegt sein Bier auch bald und schlürft das. Ich proste ihm zu. Er prostet dir zurück. Er wendet sich dir zu und fragt, bist du ein Freund, bist du eine Freundin von dem Daniel hier? Ach, wer kennt ihr euch? Wir haben uns auf einer Demo kennengelernt, erst vor kurzem. Hier tatsächlich in der Stadt und dachten, wir gehen zusammen eintrinken nach der heutigen Demo. Ich bin Christine, okay. Ich halte ihm die Hand hin. Tom, mein Name, sagt er und schüttelt deine Hand. Freut mich. Bist du auch in der Szene unterwegs, oder? Nicht direkt. Ich bin jetzt nicht so, ist politisch jetzt nicht so wirklich da. Ich halte mich da raus aus der Politik, das ist jetzt nicht für mich wirklich. Ich habe da andere Interessen. Ja. Kann ja nicht jeder für die Revolution kämpfen, ich lächle. Ja. Er nickt dir zu, zuckt mit den Schultern und widmet sich wieder seinem Bier. Während ihr gemütlich weiter an euren Getränken schlürft, seht ihr, wie vom Eingang aus eine weitere Person reinkommt. Eine etwas ungewöhnliche Person, also etwas, was man in so einer Kneipe nicht öfter sieht. So sieht's aus, so ist das Gesicht der Person. Es ist ein Schlipsträger, er hat Hemd und Krawatte an und ein Sakko über einen schwarzen Sakko übergezogen und Anzughose, also sieht ziemlich förmlich aus und betritt die Bar und es gucken ein paar Studenten gucken ihn schräg an. Normalerweise sieht man solche Schlipsträger hier in dieser Kneipe nicht öfters. Das kommt vielleicht alle Jubeljahre mal vor. Das hat man
ist jedoch recht außergewöhnlich, dass der diese Kneipe betritt. Ich rümpfe die Nase und drehe so ein bisschen meine Schulter weg, sodass ich nicht in seine Richtung schauen muss. Ja, die Schlips, das machen auch einige andere in der Kneipe. Normalerweise sind, der erscheint hier komplett fehl am Platz. Also normalerweise sind die Schlipsträger gehen in andere Bars. Der scheint sich hier ziemlich verirrt zu haben. Aber so sieht er nicht aus, weil er geht schnurstracks auf die Theke zu, wo ihr euch befindet, und setzt sich ein bisschen abseits, also nicht direkt neben euch, aber setzt sich ein bisschen abseits von euch. So zwischen euch sind noch so eine halbe. Er sitzt am anderen Ende der Theke, hat sich dort platziert und. Sitzt er quasi so mit dem Abstand neben mir oder neben wem sitzt er? Also zwischen euch dreien, also zwischen euch vier mittlerweile, zwischen dem Schulfreund. Also er sitzt an der anderen, also ihr sitzt an der einen Ende der Theke und er hat sich an einer komplett anderen Theke platziert. Okay. Dort sitzt er jetzt mit ein paar Bauarbeitern, mit ein paar Handwerkern zusammen beginnt jetzt ein Gespräch mit zwei Handwerkern, die ihr Feierabendbier trinken neben ihm. Ich drehe ihm die Schulter zu. Ja, solche Leute auch immer meinen, sie gehören überall hin, ne? Er bemerkt dich nicht wirklich, er nimmt von dir nicht wirklich Notiz momentan. Er hat dich nicht wirklich wahrgenommen. Er ist direkt dorthin und hat sich direkt dorthin gesetzt und interessiert sich mehr für die Handwerker, die dort ihr Feierabendbier trinken. Ja, die Geste zählt. Hat er schon ein Getränk? Er hat sich noch kein Getränk bestellt. Er unterhält sich gerade mit Handwerkern. Wartet, bis der Barmann zu ihm kommt. Also der Barmann ist gerade so an eurem Teil der Theke beschäftigt und ja. Er ist aber ohne Getränk. Ich würde gern den Barmann auf mich aufmerksam machen. Und der Barmann steht direkt neben dir, der wird auf dich aufmerksam, ohne dass du. Du musst ihn nur angucken. Und ihm sagen, bring dir mal ein billiges Bier auf meine Rechnung. Mal sehen, wie er reagiert. Alles klar. Das wird getan, der Barmann bringt ihm das billige Bier auf deine Rechnung. Der Schlipsträger nimmt es an und trinkt es ganz gemütlich und diskutiert weiter mit den Handwerkern an der Bar. Währenddessen, ihr sitzt an der Theke und an der Wand, ziemlich oben an der Decke hängt so ein kleiner Bildschirm von einem TV, auf dem bisher lief das übliche Abendprogramm, was dort ist, läuft da irgendwas, was keinen interessiert, da Kochshows und Blödsinn läuft da, ab und zu läuft da auch eine Comic-Serie. Gerade haben die Nachrichten gestartet. Es läuft kein Ton, es ist in der Bar ist es laut genug und ja, es läuft mit Untertiteln, also die Nachrichten werden mit Untertiteln verlesen, also die Dame, die dort am Pult steht, spricht, aber man sieht sie nur, man kann nur mitkriegen, was sie sagt, wenn man die Untertitel mitliest. Die laufen dann mit da lang zu der Text. Wenn ihr euch dem TV widmet und die Nachrichten auf meinen Augen mitliest, bemerkt ihr, dass in der ersten News, die gesagt wird, geht es um ein Gesetz, was jetzt demnächst, was am nicht demnächst, sondern gleich am morgigen Tag im Bundestag verabschiedet werden soll. Da soll morgen im Bundestag eine Gesetzabstimmung stattfinden. Und da geht es um ein umstrittenes Gesetz, was schon seit Wochen, vielleicht seit einem Monat diskutiert wird. Es gab schon Proteste, Demonstrationen, auch vom Bundestag und in verschiedenen Städten.
Es ist auch gerade die Jugend regt das sehr auf. Es ist, hat sehr viele Jugendliche da interessiert, auch die scheinbar auch in der linken Szene viel rumgekommen, das Gesetz. Ja, da soll morgen eine Gesetzesabstimmung im Bundestag stattfinden, die viel polarisiert und viele Leute aufregt. Was genau sagt dieses Gesetz aus? Ja, das war nämlich meine Frage. So richtig gesagt wird das in den Nachrichten nicht, die sind da relativ ungenau, aber es geht wohl um eine Grundgesetzeinschränkung und es war schon in den letzten Tagen, war das schon viel in den Nachrichten, das ist nur wieder eine Wiederholung, ihr habt es aus irgendwelchen Gründen nicht mitgekriegt. Es geht um eine Grundgesetzeinschränkung und ja, es wird mehr darüber geredet, über die Demonstration, dass die hauptsächlich jugendlichen Demonstranten dieses Gesetz nicht so toll finden, was das Grundgesetz maßgeblich einschneidet. Und schon wieder. Soll ich oder du zuerst? Sag du ruhig zuerst. Okay. Kann ich auf Politik Wissen werfen, um zu wissen, was das Gesetz ist? Nee, es würde euch nicht helfen, weil in den Nachrichten wird nicht viel Fokus drauf gelegt. Also ihr fahrt aus den. Es heißt nur das Gesetz, was die letzten Tage schon besprochen wurde, ist jetzt hier wieder. Es wird nicht wirklich genannt. Es wird nur so nebenbei genannt. Moment. Willst du uns also erklären, dass unsere Charaktere davon mitbekommen haben, obwohl es offensichtlich seit einem Monat schwer kritisiert wird? Aus irgendeinem Grund habt ihr davon noch nichts mitbekommen. Perfekt. Das ist doch mal ein guter Start. Das ist echt ein guter Start. Es ist scheinbar in eure Bubble nicht mit reingekommen. Das ist irgendwie. Ihr habt es bisher nicht. Das ist da. Ihr wundert euch echt drüber, aber es ist bei euch. Es hat euch nicht betroffen. Tatsächlich wird jetzt bei dem Schlipsträger, der gerade an der Bar sitzt, das Gespräch, was die drei Leute miteinander führen, wird zunehmend ruppiger. Also es ist, die scheinen sich doch ziemlich zu streiten und das Gespräch wird lauter und ihr hört auch ab und zu mal so ein paar Wörter mit. Ihr hört, dass es genau um dieses Gesetz geht, was dort in der Tagesschau vielleicht lief, gerade in Nachrichten. Und die sind sich scheinbar komplett anderer Meinung und man brüllt sich auch schon gegenseitig an. Ich würd mich umdrehen, aufstehen und dorthin gehen. Da und dort fliegen schon, also von ihm jetzt eher nicht so, aber von den Handwerkern fliegen schon so den oder anderen Drohnengewehre. Also so die eine Faust wird schon geschwungen und wird schon gesagt, also das ist schon ziemlich wütend. Du gehst also hin zu. Ja, ich gehe hin. Würde einen von diesen Handwerkern eben antippen und fragen, was los ist. Also so nach dem Motto, einmal antippen und so. Hey, ja, du brauchst auch nicht viel zu sagen, weil er in dem Moment, wo du ihn antippst, dreht er sich zu dir um und brüllt dich nur an, was willst du von mir? Lass mich ruhen und schubst dich zurück. Also er stößt dich zurück. Das dreht sich wieder zu ihm. Zu dem Schlipsträger rüber. Ja, okay. Er stößt dich so zurück. Lass mich in Ruhe. Ich würde ihn an der Schulter packen und festhalten. In dem Moment, wo du das tust, steht ein anderer Handwerker vom Nachbartisch aus, das ist scheinbar ein Freund von ihm und greift dich an den Schultern.
und versucht dich von ihm wegzuziehen, was ihm auch relativ gut klappt, weil er ist ein relativ muskulöser. Er ist groß und stark. Er ist groß und stark, so ungefähr. Ich nicht. Ich gehe dazu. Das kriegt er hin. Und ich bedrohe die. Also ich schüchter sie ein. Hast du irgendwas auf Einschüchtern, was du überhaupt ich habe erstens, habe ich 66 auf Einschüchtern und zweitens habe ich die Schwäche einschüchternd. Okay. Warte, dann würfel mal erleichtert auf Einschüchtern. Erleichtert heißt plus 10, das heißt 76. Hast du geschafft. Du schüchterst ihn ein. Wen würdest du jetzt einschüchtern? Die Leute, die sie halt anmachen. Alle gleichzeitig. Ja. Okay, unter den Umständen. Ich bin ein fetter Metzger, keine Ahnung. Unter den Umständen, ja, du schaffst es trotzdem. Du schichterst sie alle ein. Du bist scheinbar so brutal aufgestanden, so mit Energie aufgestanden und so aggressiv, dass alle zwei, die sich dort, also allerhand, alle, das sind ja zwei, die sich gerade ich habe die Namen noch nicht, um Christine gerang haben, dass die zurückweichen und von ihr weglassen. Die lassen sich im. Und die wenden sich wieder, also die wenden sich von Christine ab und wenden sich wieder dem Schlipstriger zu. Diesmal um einiges aggressiver, weil jetzt wurden sie schon gereizt. Und tatsächlich nimmt er erst seine Faust hoch und schlägt dem Schlipstriger vor der Möhre ins Gesicht. Ah, ich wollte auch nur wissen, worum es geht. Jetzt bist du mir zuvor gekommen. Mist. Einem Schlipstriger wird ordentlich eine verpasst und auch andere Handwerker, die in der Nähe dort gerade ihr Feierabendbier getrunken haben, stehen dort auf und also mischen sich ein. Da wird jetzt ordentlich mit Gewalt auf den Schlipstriger eingeschlagen. Mhm. Musik passt dazu gerade gar nicht, aber was soll es. Ich würde gerne mein Getränk leeren und die Tasse, Glas, was auch immer, wo auch immer das drinne war, Glas. Nach einem der Typen werfen. Hast du irgendwas auf Werfen oder auf? Ja. Dein Charakter war Jane, oder? Ja. Dann würfel mal auf Werfen. Würde ich vorschlagen. Ob du das schaffst. Ach du Scheiße. Was hast du? Da hast du es geschafft? Hast du nicht geschafft. Ne, ich hab. Moment. Um 10 nicht geschafft. Du wirfst. Du nimmst dein Glas hoch und wirfst es in Richtung der Handwerker, die sind inzwischen zwei, drei Leute, die ja um ihn herumstehen und den Schlitzträger, wirfst es direkt an ihn vorbei, also das zerschellt an der Wand dahinter. Aber eins hat deine Aktion gebracht, einer der Handwerker wird jetzt auf dich aufmerksam, weil er schon gemerkt hat, dass da gerade ein Glas an ihm vorbeigeflogen ist und wendet sich jetzt von dem Schlitzträger ab und läuft auf dich zu. Und er holt aus mit der Faust und will dich schlagen. Würfel. Okay. Du bist gleich dran. Jetzt ist gerade Jane dran. Jane wird gerade mit der Faust bedroht. Er holt aus und schlägt dich. Würfel mal auf. Hast du irgendwas auf Schlagen, um zu parieren, um da was ihm entgegenzusetzen? Ja, tatsächlich. War es ein Nahkampf oder irgendwas? Hast du es geschafft oder? Nein. Hast nicht geschafft. Okay, er trifft dich volle Pulle ins Gesicht. Er trifft dich mit der Faust ins Gesicht und warte, ich würfe mal Schaden aus. Macht 1d10 Schaden. Schreibt dir mal, war kein guter Treffer. Kriegst 2 Schaden von seinem Schlag. Kannst jetzt von deinen 100
Punkten, die du hast, abziehen. Mhm. Okay, was tut's? Habe ich eine Reihenfolge? Hast du einen anderen? Ja, das, die haben wir jetzt direkt. Die haben jetzt also Jane ist jetzt Nummer 1, die haben wir gerade festgelegt. Dann würde ich versuchen, einzuschreiten. Da kannst du die Nummer 2 sein, kannst du als nächstes einen. Gerne. Ja, ich würde dazwischen gehen, die Hände hochnehmen, was jetzt nicht so viel bringt, aber es sieht aus, als wäre ich ein bisschen größer. Okay. Und dann würde ich schreien, hey, kommt mal alle wieder runter hier. Genau. Dein Ruf hat nicht viel gebracht, also doch, er hat viel gebracht, hat genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dass noch weitere, also bisher waren es 2-3 Handwerker, die sich da nämlich haben, jetzt kriegen einige Studenten, die im Raum sind, die in der Kneipe sind, kriegen davon mit und einige sind schon ein bisschen beschwipst, einige haben schon ordentlich einen sitzen, einige Studenten mischen sich jetzt mit ein, also einige kommen auf euch zugerannt, einige sind schon so dicht, dass sie miteinander kämpfen. Es entsteht, du hast scheinbar gerade so ziemlich den Schlachtruf zur Kneipenschlägerei ausgerufen. Auch wenn das nicht deine Absicht war. Du hast gerade eine Kneipenschlägerei ausgerufen. Dann? Okay, dann würde ich quasi den Typen schlagen, der, der Jane bedroht hat. Also, geschlagen hat, nicht zurückschlagen einfach. Okay, also du läufst zu Jane rüber und schlägst dem Handwerker richtig einen auf die Nase. Hast du irgendwas auf Schlagen, oder? Nö, habe ich jetzt nicht, aber ich habe geschickt. Du hast. Nee, da würfel mal auf den Handeln Standardwert. Auf die 23 bei dir an deinem Hand. Ja, Sekunde. Standardhandeln. 23, okay. Einfach ein D100. Ein D100. So. Nein! Das ist schon wieder der falsche Dings. Okay, also. Da ist nichts passiert. Ja. Es gibt hier so ein Symbol, auf das du klicken kannst. Ich weiß nicht. Okay, nee. Du hast es geschafft. Ich habe 54 gewürfelt. Nein, das hast du nicht geschafft. Du rennst auf ihn zu und holst mit deiner Faust auf und schlägst an ihm vorbei. Also du schlägst an dem Handwerker vorbei und schlägst mit der Faust auf die Theke, die dann neben dabei drin steht. Au! Ja, genau, au. Würfel mal selbst einen D10 Schaden aus. Kurze Frage für zwischendurch. Hat nicht geklappt. Die verbotenen. Gut, dann nehme ich halt jetzt das. Du sagst mir nicht, was du für einen. Du sagst auch den anderen nicht, was du für verbotenen Gegenstand hast. Aber du kannst sie gerne nutzen. Nee, die Frage. Wir können die einfach wir nutzen. Dürfen die nutzen? Wenn du sie nutzen willst, kannst du die jetzt benutzen. Kannst dich aber auch dafür entscheiden, die versteckt zu halten und sie nicht zu nutzen. Das ist jetzt nicht ganz in deiner Entscheidung. Deswegen, weil ich jetzt dran bin, nehme ich meinen verbotenen Gegenstand aus der Jacke, der logischerweise Sekunde, Jacke ist. Warte mal kurz, gerade ist noch Christine dran. Die hat gerade eine 5 gewürfelt, das denke ich mal. Ich hab's eingetragen. Das ist dein Schaden. Das war dein Schaden, ja. 5 Schaden. Ja, das ist. Okay, jetzt würdest du deine Waffe rausnehmen. Ja, wie wir alle wissen, was hat man dabei so? Natürlich einen Schlagring. Und damit schlage ich den Typen einfach ins Gesicht. Ach, komm on. Versuche ich zumindest. Ich werfe auf Schlagen, da habe ich 69 drauf. Warte. Sorry. Würfel mal auf Schlagen. Ich habe geschafft, eine 22. Warte. Du hast geschafft. 2 WC. Du hast geschafft, ja. Den zu schlagen. Okay, du schlägst. Ja, dann würfel erstmal den Schaden aus 2 D10. Müsste die sonst.
Je 9. Du machst 9 Schaden. Du hast ihm mit deinem Schlagring wirklich, du hast ihm wirklich einen rein. Ach ja. 2D, nee, du hast 2D20 gewürfelt, dann mach nochmal 2D10. Tja, gut, dass ich das rechtzeitig gesehen habe. Das läuft besser für dich. Du hast ihm wirklich richtig eine rein, also es ist so, dass, also mit dem Schlagring ist, das trifft ihn schon wirklich, also dass du dem. Also er weicht, also du schlägst ihn wirklich richtig gegen die Backe, das ist, ihm fliegt ein Zahn raus und der Backe er wankt zurück und muss ich erstmal eine Runde aufrappeln. Er ist erstmal überrascht, was ihn da geschlagen hat. Übrigens an der Theke, falls du es nicht mitbekommen hast, da sind immer noch ein paar Leute da. Inzwischen hat sich auch ein Student eingemischt, da es wird schon. Es fliegen auch euch an euch vorbei, fliegen auch ab und zu mal ein paar Gegenstände. Ab und zu fliegt mal ein Glas gegen die Wand an euch vorbei. Es fliegt auch aus irgendeinem Grund ein Stuhl quer durch die Kneipe. Wenn die Tische nicht schwer genug wären, würden sie auch fliegen. Und der Schlipsträger wird ordentlich fleißig vermöbelt. Der kann sich nicht wirklich wehren, der hat nicht wirklich die Kraft. Also der versucht schon ab und zu mal zu schlagen, aber er kassiert mehr als er schlägt. Ja, was tut ihr? Heißt das, ich bin wieder dran? Ja. Wie war die Reihenfolge? Ich habe die Reihenfolge gerade nicht. Ja. Du bist dran. Okay, perfekt. Ich würde gerne mein Messer ziehen und auf einen derjenigen einstechen, die den Schlipsträger verprügeln. Okay, dann würfel mal auf. Hast du ein Stechen oder Messer oder was hast du da? Messer, ja. Und das schaffst du's? Klappt. Das klappt. Wie gut klappt das? What the fuck hast du auf Stechen? Messer? Ach, ne, es klappt nicht. Du musst dir widersprechen. Du hast auf Messer hast du 98. Okay, das schaffst du doch. Das schaffst du. Ach ne, sorry, mein Fehler. Schaffst du, du stichst ihm mit einem Messer in den Rücken wahrscheinlich, weil er dort da steht. Von hinten. Mhm. Und da brauchst du auch gar nicht den Schaden auszuwürfeln. Da braucht man gar nicht den Schaden auszuwürfeln. Er kippt zur Seite um und liegt blutend am Boden. Während aber direkt logischerweise als Handlung darauf, als Folgehandlung darauf, ein anderer, der daneben steht, wendet sich dir zu und holt mit seiner Faust aus und schlägt auf dich zu. Da würfel ich gerade mal. Ja, das schafft er sehr gut. Und er schlägt. Na, so gut hat er es nicht geschafft. Er schlägt dir gegen den Arm. Also dass er wirklich weh tut. Der Messer fällt dir nicht aus der Hand, aber. Er versucht es zumindest. Er lässt dich damit ein bisschen zurück. Du stürzt ein bisschen zurück. Du hältst dich noch oben, aber. Hab ich gerade ordentlich gegen den Oberarm geboxt und. Bist zurückgewichen. Du bist zurückgestellt, Mann. Was tut der Nächste? Wer ist denn dran gerade? Du jetzt. Ich bin dran, okay. Immer der dumm fragt. Ja, sorry, ich bin gerade in eine Meraluna-Gruppe reingerutscht, deswegen. Anyways, also, ja, was mache ich? Ich würde versuchen, zum Barmann vorzukommen, dann. Mit ihm zu reden, wie wir weiterverfahren sollen. Schaffe ich das überhaupt so weit, oder? Nö, der Barmann ist gar nicht mehr da. Der hat schon öfters Kneipenschlägereien mitbekommen. Der weiß, wie man sich da verhält in der Situation. Der ist in den Hinterraum verschwunden. Der hat sich rechtzeitig in Deckung begangen. Es sind auch schon einige Gläser Richtung Theke geflogen.
Der hat sich in einem Hinterzimmer eingeschlossen. Den wirst du nicht mehr finden. Kannst gerne suchen, aber. Okay, dann würde ich schnauben, Das wäre Waschlappen vergebens. und auf den nächsten, der quasi jemanden von meinen Begleitern angreift, versuchen einzuschlagen wieder. Aber diesmal vielleicht eine Stelle, in die ich ich würde ihm zwischen die Beine versuchen zu Auf treten. wen willst du einschlagen? Jemand, der mir nah ist, der auf meine Begleiter versucht einzuschlagen. Okay, du Wenn noch stehst in der da Nähe ist. von. Ich glaube, Jane war es, oder du warst da gerade bei. Hast du letztens den Angreifer von Jane besiegt? Oder? Dann steht bei dir gerade. Ist nicht wirklich ein. Bei dir stehen ein paar Handwerker, die sich eher miteinander als mit euch. Also es gibt ein paar Studenten, die miteinander kloppen. Ja, würde ich einfach ignorieren. Okay, never mind. Lass mich meine Handlung schon überdenken. Ich würde zu den anderen dreien rübergehen, wenn sie eine Gruppe bilden gerade. Weiß ich gerade nicht. Ich war ganz kurz Ich dachte, verwirrt. wir stehen alle auf dem Haufen sowieso. Ja, ich Also, ich bin zu stehen den wir immer noch Teil Schiffsträger der gegangen. Gruppe. Jane wurde gerade ein bisschen nach hinten geschleudert. Er steht gerade mehr oder weniger. Ja, schon auf dem Fleck, aber ein bisschen räumlich verteilt. Ihr seid jetzt nicht an komplett verschiedenen Enden der Bar. Okay. Ja, dann würde ich da hingehen und sagen, wir sollten vielleicht raus, bevor die Bullen kommen und bevor hier noch mehr passiert. Und deute dann in Richtung Tür, so. Okay. Was tut ihr anderen? Ich nicke und gehe einfach raus. Ja, ich würde auch raus. Während ihr rausgehen wollt, fliegt übrigens, während ihr euch drauf macht, rauszugehen, fliegt dem Daniel noch tatsächlich ein großes Glas, von woher es kam, weißt du gerade nicht, fliegt dir gegen den Kopf und zerschellt an deinem Kopf und hinterlässt dort eine blutige Wunde. Du kriegst, oha, die 100 wollte ich nicht würfeln. Das wäre zu viel. Du kriegst 9 Schaden davon. Zieh dir mal 9 Schaden Okay. ab. Und ja, dir ist gerade ein Glas an den Kopf geflogen und zerschmettert. Du läufst jetzt erstmal nicht mehr weiter. Du stehst auf, aber du musst dich erstmal. Du fällst erstmal zurück, du musst dich erstmal an einem. Da stehen einige Billardstische, so wie hier im Bild, in der Bar oder an einem Tisch, und du musst dich erstmal irgendwo festhalten. Aber dir läuft gerade Blut ins Gesicht, aus deiner Stirn. Ja, kann ich ja nichts gegen machen, so gerade. Was tut ihr? Ich würde den, der mich gerade geschubst hat, ach, dem würde ich noch einmal mit dem Messer stechen und mich danach auch Richtung Ausgang bewegen, wenn möglich. Okay, würfel erstmal auf Messer stechen. Das mal. Schaffst du es? Läuft sogar richtig Glaube gut. ich, richtig ziemlich gut. Messer, ja, das heißt, du schaffst ziemlich gut. Du erstichst gerade den, der dich gerade du volle. Du stichst ihm mitten in den Bauch aus dem Sprudels raus. Also er gibt um und hast ihn instant erstochen. Er ist tot. Da gibt es nicht mehr viel zu machen. Ja, dann würde ich mich Richtung Ausgang bewegen. Mit dem blutigen Messer vor mir, dass keiner auf die Idee kommt, mich anzugreifen. Das könnt ihr gern versuchen, aber während ihr Richtung Ausgang geht, stellt sich, also euch stellen, ja, sind sogar zwei oder drei, stellen sich ein paar, ich habe es ja vorhin als Biker-Gang bezeichnet, euch stellen sich ein paar Rocker an den Weg und wollen euch hier nicht rauslassen.
Ihr bleibt schön hier. Sagen soll ich. Und einer, also einer ist wie hieß dein Name? Christine. Christine wollte gerade, hat als erstes gesagt, dass rausgehen will. Du kommst zum Ausgang und du kriegst tatsächlich, als du versuchst aus der Tür rauszugehen, kriegst du ordentlich einen Kinnhaken verpasst, dass du zurückfällst und erstmal zu Boden fällst. Schaden musst du dir jetzt keinen auswürfeln, aber du wirst von denen zu Boden geworfen. Hier kommt hier keiner mehr raus. Du, Edward, du hast auch echt drauf angelegt, uns umzubringen, ne? In dieser Bar. Frage: Kann ich drauf werfen, auf Rennen und Nahkampf, dass ich einfach die Dudes durch die Tür durchrenne? Das kannst du versuchen. Warte. Ich würde es dir nicht empfehlen, ganz ehrlich. Ist mir egal, ich mach's. so ein D100, noch ein D100. Wie ein okay, D100. Das eine hat geklappt, das andere nicht. Okay. Das erste klappt. Nee, das erste verkacke ich um 6 und das zweite. Okay, er pariert natürlich. Das zweite. Nee, das ist dein erster Wurf. Du hast nur einen Wurf geworfen. Du hast Rennen, du hast eine 70 gewürfelt. Und eine 26. Ja, die zweite zählt nicht. Ja. Yeah. Was hast du auf Rennen? Ich hab's gerade nicht. 54. 54, das hast du verkackt. Du rennst los und rennst aber an. Tatsächlich, du hast schon ordentlich was getrunken. Du rennst an ihm vorbei und rennst gegen eine Wand. Und fährst zurück. Die brauchten dich gar nicht aufzuhalten. Du hast verfehlt genug, dass du gegen eine Wand gerannt bist. Wer weiß noch? Die Jane wollte auch raus, oder? Warst du auch unterwegs, oder? Warst du noch am Abstechen? Ich war auf dem Weg Richtung Ausgang, ja. Okay, während du Richtung Ausgang läufst, als du versuchst rauszugehen, verpasst dir einer der selbsternannten Türsteher mit der Faust ein Heftig ins Gesicht. Das schafft er. Und okay. Du darfst ihm mal 8 Schaden geben. Du fällst ebenfalls zu Boden und bleibst da erstmal liegen. Während sich hinter euch um den Schlipsträger gekümmert wird, da stehen neue Leute auf und prügeln ihm. Hauen ihm eine rein. Er liegt mittlerweile wehrlos am Boden und also kann sich nicht mehr wirklich wehren und kommt nicht mehr selbst hoch und es treten Leute auf ihn ein und schlagen auf ihn ein. Es ist da. Sieht ziemlich jämmerlich aus. Also, was genau sind das für Leute, die da am Eingang stehen? Am Eingang stehen wirklich zwei, drei breit gebaute, muskulöse Typen, die wirklich, also. Die waren vielleicht sogar mal Türsteher, sind vielleicht Türsteher vorher, die sind also wirklich, also Rocker an ihren Westen, die halt wirklich, sind wirklich breit wie hoch, die wirklich muskulös, die sind zwei, drei Schränke, die dort irgendwie, die da den, da keinen vorbeilassen, auch keinen Studenten, der da rausdrucken will, die machen den Laden dicht, die wollen da wirklich, dass alle drin bleiben und keiner abhaut. Das sind wirklich solche Leute, die sind wirklich dreimal so stark wie ihr, dreimal so groß wie ihr, gefühlt. Eigentlich wirklich, aber sind wirklich. Das ergibt keinen Sinn, weil ich ein großgebauter Metzger bin. Also, gut, ja. die sind trotzdem größer als du. Die sind trotzdem, das ist halt. Du bist zwar stark, aber die sind trotzdem noch ein bisschen stärker als du. Feuerzeug dabei. Oder Streichhölzer.
woran ich nicht gedacht habe, nein. Wir können Molotovs aus der scheiß Kneipe machen. Oh, Mann. Kleine, dann ist es egal, wie groß man ist. Kleiner Hinweis an der Theke, wird da gerade noch einer. Also ihr habt einige fertig gemacht, aber so ein, zwei Leute sieht ihr da noch an der Theke, die dort die sich noch um den Chipsträger kümmern. Kann ich mir ein Bowling-Cue nehmen und den voll auf die Hinterkopf schlagen? Was willst du dir nehmen? Eine Bowling-Kugel. Bowling-Cue. Nee, eine Bowling-Cue. Ein Billard-Cue. Die Dinger, die man benutzt, um Billard zu spielen. Die Billard-Schläger. Schläger wirst du mitnehmen. Das hast du irgendwas kann ich auf. Einen nehmen und den schlagen, ne? Kannst du machen, hast du irgendwas auf stumpfe Waffen oder auf Schlagen oder? Ich hab Schlagen, ja. Oh, okay, ja, das ist eigentlich eher für die Faust gedacht, aber ich lass es dir durchgehen. Schlagen passt besser. Lass dir auf Schlagen durchgehen. Dann würfel mal auf, sowieso. Was du schaffst. Schaffst du. Okay, du zerschlägst dem einen, der sich da schlägst einem den Bildschläger, der zerbricht dabei und schlägst ihm auf den Rücken und er kippt zur Seite um. Okay. daneben steht noch ein Student, der noch auf den eingeschlagen hat, aber als der Student sieht, dass du gerade den großgebauten Handwerker mit einem Billardschläger K.O. geschlagen hat, weicht er zurück und also er wendet sich von dem Schnipsträger ab und sucht sich eine andere Schlägerei. er geht mit wem anders, mit einem gleichstarken kämpfen. Er hat keinen Bock, sich mit dir anzulegen. Er sieht, dass du deutlich stärker bist. Okay. Was tut ihr? Ich würde gerne aufstehen und das Messer beim Aufstehen das Messer in der Tasche verbergen und versuchen so ein bisschen flirtmäßig den selbsternannten Türsteher dazu zu bringen, mich rauszulassen. Was hast du auf ich habe bei Turn. Ich habe Betören mit 31. Gut, bei den Werten sage ich, versuch's gar nicht mal. Okay, du kannst versuchen, aber die zeigen sich wenig beeindruckend. Du brauchst es gar nicht zu versuchen, es wäre egal, was du gewürfelt hättest, ich hätte gesagt, die hätten es geblockt, die zeigen sich wenig beeindruckt, die bleiben weiter, die beachten dich gar nicht, du bist für die. Solange du nicht durch die Tür durch bist, ignorieren die dich. Die haben nur die Aufgabe, die Tür zu bewachen und jemanden durchzulassen. Was das ist denn? Denen ist das völlig wurscht. Gibt es Fenster? Es gibt Fenster. Ein oder zwei davon sind auch schon kaputt, weil da Stühle durchgeflogen sind und andere Gegenstände. Die Bar sieht auch schon ziemlich mitgenommen aus, da sind schon einige. Stehen auch gar nicht mehr, bis auf die Rocker stehen da gar nicht mehr viele rum. Ihr habt selber einige geschlagen und die Studenten haben da auch ihr Zeug mitgetan. Es stehen noch zwei, drei Studenten, vielleicht ein Handwerker irgendwo noch und es ist halt wirklich die Kneipenschlägerei ist fast vorbei. Also ihr habt schon. Also ihr seid unter denen und den letzten, die noch stehen. Also ihr selbst gehört noch zu denen. Stehen vielleicht im gesamten Raum noch, sagen wir mal, 5, 6 Leute stehen noch. Davon seid ihr drei. Plus die Türsteher. Selbsternannten Türsteher. Es ist da wirklich nicht mehr viel los. Die meisten liegen am Boden, halten sich.
hätten sich ihre Eier, weil sie reingetreten wurden. Manche halten sich den Kopf, weil sie Glas. Manche haben Gläser abbekommen, wurden mit anderen Sachen geschlagen, halten sich den Kopf, halten sich den Rücken, liegen am Boden, krümmen sich, sind ohnmächtig, sind tot, weil sie einmal erstochen wurden. In der Theke liegt auch relativ ohnmächtig der Stipsträger. Können wir durchs Fenster abhauen? Das wollte ich gerade fragen. Das war auch meine Idee. Ist aber nicht mehr nötig, weil tatsächlich in dem Moment kommt, hört ja tatsächlich schon Sirenen, es scheint Polizei und Krankenwagen unterwegs, die von der, vielleicht hat der Barmann den Krankenwagen gerufen, weil er gehört hat, hier ist was los. Genau deswegen will ich durchs Fenster fahren. Ja. Ja, die Fenster sind jetzt, ich würde es euch nicht empfehlen, das zu versuchen, die Fenster sind jetzt nicht so sauber das ist... Okay, andere genau, Frage. Wenn ihr euch umbringen wollt. Ich kann ja den Typen nehmen und ihn aus dem Fenster werfen und dann hinterher springen. Gibt es eine Hintertür, die sichtbar ist? Es gibt eine Hintertür, aber die ist abgeschlossen, weil dort aus der ist wahrscheinlich der Barbesitzer rausgegangen. Was ist diese Tür? Die ist solide genug, dass da keiner durch kann. Wie das kompliziert hat der Barbesitzer sich. Kompliziert ist das Schloss. Das Schloss ist. Okay, das könntest du versuchen. Das Schlösser knacken, du versuchst mal auf Schlösser knacken. Jo, die 100. Gibt es irgendwo einen Waschraum oder ähnliches? Wollen die mich will mich das verarschen oder was? Hast du nicht geschafft, oder? 69 habe ich. Und ich glaube, ich hätte unter 63 sein müssen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe vom Würfelsystem her. Okay, du schaffst das nicht, die Tür aufzubrechen. Die ist scheinbar zu dick. Das Schloss ist zu dick für deine Skills. Also Wir können es versuchen, durchs Fenster auszubrechen. Die Fenster sind kaputt genug. Ich hatte, glaube ich, deine Antwort nicht verstanden. Gibt es einen Waschraum oder ähnliches? Es gibt nichts. Ihr könntet durch die Vordertür, durch die Fenster raus oder durch die Hintertür, die abgeschlossen ist, die gerade von Christine unerfolgreich geworden ist. Nee, nicht. Nicht zum Rausgehen, sondern zum Verstecken. Also eine Toilette oder so. Ja, dann aber hinter der verschlossenen Tür. Also hinter den, vielleicht könnt ihr ja ahnen, dass es. Der Barbesitzer hat schon ordentlich dafür gesorgt, dass alles dicht ist. Also der hat schon. Nach hinten gibt es ein paar Ausgänge, aber die sind alles. Er hat den Barraum dicht abgeschlossen. Dass keiner raus kann. Vor der Vordertür stehen ein paar. Stehen die selbst anderen Türsteher. Wir versuchen durch die Tür rauszukommen, durch die Fenster. Ich würde mein ein rumliegenden Stuhlbein oder ähnliches benutzen. Gibt bestimmt irgendwo eins, was abgebrochen ist. Um damit die Scheibenreste aus dem Fenster wegzudingsen und abzuhauen. Da brauchst du nicht zu würfeln, das schaffst du. Das Fenster ist jetzt offen, da könnt ihr jetzt, wollt ihr gemeinsam da jetzt raussteigen? Oder? Also ich gehe auf jeden Fall raus und gucke, ob es irgendwo eine dunkle Gasse oder ähnliches gibt. Was machen die anderen? Erstmal. Ich kletter hinterher. Ja, ich sehe schon auch. Ich kletter hinterher und würde mich zügig in irgendeine Richtung. Warte, lass doch erstmal, will ich wissen, ob er hier raus wollt. Also ich gehe natürlich mit und ich ziehe meinen Schlauch, Schal und alles an.
Tatsächlich, während ihr aus dem Fenster, ihr schafft's nach draußen, aber außerhalb des, auf der anderen Seite des Fensters wartet schon einer der breit gebauten, selbst an der Tür, der hat gesehen, wie er durch das Fenster durchgeht, der ist nicht dumm, der hat gesehen, wie er da rausklettert. Und tatsächlich scheren sich drei dieser Hocker um euch und die haben alle einen schweren Gegenstand in der Hand. Es braucht nicht lange, die hauen euch einmal auf den Kopf und ihr fallt in Ohnmacht, ihr bleibt vorm Fenster ohnmächtig liegen. Kann ich einfach auf Rennen werfen, ob ich es vielleicht doch rausschaffe? Ich habe keine Kannst Chance, nicht. irgendwas zu machen. Ihr seid beim Versuch, eure durch das Fenster zu kriechen. Das hat ein bisschen gedauert, dass ihr dort das Bein rüberlegt und darüber, dass ihr, sobald ihr draußen wart, standen die schon bereit und haben euch überrumpelt. Ach Und so, okay, die sind draußen. scheren Okay, euch. so rum. Ich habe es falsch schon verstanden. Ihr liegt jetzt ohnmächtig, liegt bewusstlos vorm Fenster. Geil. Wie war das mit den Pausen? Haben wir jetzt. Ich Nein, wollte gerade nach 34. einer Pause fragen. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle direkt eine Pause. Ihr seid eh ohnmächtig. Dann will ich gerade eine Viertelstunde Pause machen. Und danach geht's weiter hier.